Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lightyear Frontier. Es ist Tag 3, es ist Abend. Wir haben schon einiges geschafft. Wir haben hier schon Schuppen mit Ölpresse und Futterstation und die ersten Gummibären haben wir uns auch schon angebaut. Und ich glaube, da hinten schlafen die Tiere, ne? Wir gehen auch mal schlafen. Dann ist es Zeit, bevor wir... Und ich will auf jeden Fall hier mal gucken mit den Dekorationen, dass wir dieses scharfe Auge freischalten. Jawohl. Ach... So, Region wiederhergestellt, Kiefernhöhen, genau. Also das ist, glaube ich, Alu, ne? Sieht mir sehr nach Alu aus. Okay, hier sind noch irgendwelche roten Edelsteine. Und ein komisches Tor. Was wir wahrscheinlich freischalten müssen. Zwei rote haben wir schon, drei rote haben wir schon. Okay. Hey, hope you're well this fine morning. Let's do some exploring today. Jo. Who knows what we'll find out there. Jojo, ich bin dabei. Kann ich hier schon die Gummibären ernten? Nee. Jetzt die Frage, ist das noch trocken? Ich würde das nochmal eben bewässern. Ich weiß nicht, ob die nochmal ein bisschen Wassernachschub brauchen. Das sieht mir fast bei mich danach aus. Ja. Sollte wahrscheinlich reichen, ne? Gut. So. Wir haben wieder neue Sachen zu bauen. Und zwar können wir jetzt hier ein Montagegerät bauen. Dafür brauchen wir aber Alu. Und noch mehr Öl. Ein Verbesserungsdepot. Dafür brauchen wir auch Stein und Alu. Wir brauchen... Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Irgendwelche Rahmen. Aber nicht zum Essen. Hier Holzwegweiser. Das ist wahrscheinlich Deko, oder? Dafür brauchten wir auch Alu. Oh, warte mal hier. Wäscheleine. My scanners weren't lying. There really is someone out here in this corner of the frontier. The name's Dolores, but my friends call me Lola. And I'm your friendly neighborhood merchant. I'll add that dog of yours to my trading route. Catch me there if you need anything. Ah, Lola, die Händlerin. Okay, das heißt, wir müssen hier irgendwie einen Dock für sie bauen. So, und es scheint ja so... Ja, das verbindet sich damit. Das scheint, das ist wohl ein... Deko-Gegenstand. Ich würde den jetzt einfach mal hier so machen. Entschuldigung. Dann brauchen wir noch einen Waschschuber. Dafür brauchen wir aber noch mehr Holz. Der könnte eigentlich daneben, ne? Ja. So, jetzt die Frage, was haben wir denn noch an Deko-Sachen? Wahrscheinlich Holzzaun. Gehört da ja wahrscheinlich auch zu. Fackeln im Sturm und ein Lagerfeuer. Fackeln fühle ich ja auch. Ich fühle das eigentlich alles. So, warte mal. Holzzaun. Wenn wir den nämlich jetzt hier längs ziehen. Achso, ich kann den nicht ums Eck weiterziehen. Ich muss den wohl hier einmal... warte mal. Ich steig mal kurz aus. Dann sehe ich besser. So, Oh. Hä, wieso geht das jetzt nicht? Darf der nicht übersnappen? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Dann müssen wir das einmal so machen. Jetzt geht's, jawohl. So, einmal den Zaun hier längs gezogen. Bis hier. Und dann nochmal... Hallo? Ach so. Das ist die Verbindung zu dem Zelt. Okay, das ist definitiv ein Deko-Gegenstand. So. Jetzt geht's. Jetzt kann ich den snappen, okay. Warum auch immer. So. Okay, wir brauchen ganz viel Holz. So, hier kann ich auf jeden Fall schon mal was reinstecken. Wäschelein ist schon mal fertig. So, das, ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz, ne? Hier brauchen wir wahrscheinlich auch Holz, ja. So, das heißt, unseren Meißel und Säge in die Hand. Und das heißt, einmal ganz viel Holz sammeln. Alright. Aber zum Glück ist das relativ schnell gefarmt. Na, und wir müssen nicht ewig weit laufen. Was war das gerade für ein Geräusch? Ich glaube, er war das, ne? Ich glaube ja. So. Holz. Hier sind auf jeden Fall noch jede Menge Bäume, die
die wir noch abholzen können. Ist ja fast wie in The Forest. Ja. Und du noch? Wie viel habe ich jetzt? 25. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, wie viel wir insgesamt brauchen. Wahrscheinlich wird es noch nicht reichen, deswegen werde ich hier mal noch mal ein bisschen sammeln. Und die Frage ist natürlich auch, ob die Ärmern wieder nachwachsen, die ganzen Bäume und Büsche, die wir hier abholzen. Ich hoffe doch, weil sonst wird das hier irgendwann richtig kahl werden. So, wir gucken mal. Einmal zurück. So, ich frage mich, wie lange die Gummibären brauchen. So, einmal hier am Waschzuber. Zack. Zack. Wie viel braucht der pro? Zwei. Okay. Das ist relativ günstig, muss man tatsächlich sagen. Natürlich doof, dass man hier jedes Stück einzeln machen muss. Oh, aber das kriegen wir auch noch hin. Oh, kommen wir hier. Dann habe ich noch 20. Reicht das? Ich glaube nicht, ne? Ja, doch, doch. Müsste eigentlich reichen. So, ist die Frage, wie viel wir jetzt hier noch an Deko brauchen, damit wir diesen Bonus freischalten. Anscheinend wird das ja noch nicht reichen. Nein! Kann ich das auch von hier machen? Ja, dann mache ich es halt von hier. So. Aber der Bonus ist noch nicht freigeschaltet, ne? Nee. Das reicht noch nicht, das reicht noch nicht. Aber wir können, oh, guck mal, es ist mit Seife sogar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Jetzt würde ich natürlich auch gerne hier diese neuen... Was haben wir hier noch? Ach so, diesen Händlerladeplatz, genau. Davon brauchen wir für diese roten Edelsteine. Und wir brauchen Alu. Verbesserungsdepot. Ich würde gerne mal dieses Montagegerät bauen. Okay. Die Frage ist, will ich das auch an die Scheune machen? Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich hier nicht laufen? Ich würde das jetzt auf... Ich weiß nicht, ob das hier rein muss. Aber wir haben ja den Platz dafür. Deswegen würde ich es jetzt einfach mal einfach stellen. So, wir brauchen noch mehr Pflanzöl. Da können wir ja zum Glück noch ein bisschen was machen. So, und bevor wir jetzt loslaufen und uns alle und so besorgen, würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen das Inventar wählen, leeren. Das heißt, ich würde mir jetzt noch mal ein paar Kisten bauen. Ich glaube, die könnten wir ja im Prinzip einmal... So rum müsste richtig sein, ne? Dann stelle ich mir die nämlich... Wobei, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob man das später noch vergrößern kann. Deswegen, ich würde sie jetzt doch nicht dahin stellen. Ich würde sie jetzt einfach mal hier so daneben. So, dann machen wir auch gleich ein paar mehr. Ja, dann holen wir uns noch mal ein bisschen Holz. Und dann lassen wir alles, was wir nicht unbedingt mitnehmen müssen, nämlich hier, damit wir möglichst ein leeres Inventar haben. Ja. Schwupps. Jawohl, und ihn hier noch. Und dann sollte das, denke ich, reichen. So. Wir gucken mal. So, bumm, bumm und bumm. Nein! Reicht doch nicht. Na gut. Kriege ich hier noch 5 Stück raus? Ja, genau. Exakter Mundau. So, Rainer, jetzt die Frage, was können wir hier reinmachen? Ach, hier gibt es auch 60 Kilo. Okay. Warte mal, ich würde noch mal eben kurz das Öl aufnehmen. Dann würde ich hier noch mal neues Öl ansetzen. So. Aua! Sag mal! Unglaublich. So, dann würde ich... Kann ich das mit... Oh, nee, warte. So, Achso, mit Linksklick geht das. Ich habe keine Ahnung, was ich brauche. Futter. Brauche ich Futter? Ich weiß nicht, was ich da... Das ist wahrscheinlich nur zum Verkaufen, ne? Gummibärensamen. Ich lasse das jetzt mal alles. Ich nehme nur das Futter mit. Falls wir unterwegs noch Tiere finden, die wir noch füttern können. So,
Wo waren jetzt die Kieferhöhlen? Das war da, ne? Genau. Aber es ist schon wieder Abend, ne? Es ist unglaublich. Die Tage sind hier echt nicht lang. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt einmal los und sammeln uns ein bisschen Alu und vielleicht ja auch ein bisschen von diesen roten Rubinen. Oh, guck mal, wie süß! Oh, warte mal. Ich glaube, die habe ich beim letzten Mal noch nicht gesehen, ne? Rattenschlingel. Okay, er ist ein bisschen anspruchsvoller. Und sowas hätte ich gern als Haustier. Er will gutes Futter. Na, das ist süß. Ich finde die süß. Ich hätte die gern. Was ist das? Hohlkopf. Erntesau. Oh. Hohlkopf haben wir noch nicht, ne? Warte mal. Erntesauger. Komm mal her. Jawohl. Neues Rezept. Saures Futter. Okay. Scheint ein bisschen mehr an Futterarten zu geben. Okay, da gehen wir später hin. Dafür ist es heute leider ein bisschen zu spät. Ah, guck mal hier. Müssen wir die wahrscheinlich hier mit, ne? Verbesserung erforderlich. Stachelsäge. Verdammt! Okay, da müssen wir erst doch diese Verbesserung bauen, ne? Dafür müssen wir wahrscheinlich denn hier dieses Verbesserungsdepot. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal Alu. Ich bin der Meinung, ich hatte irgendwo hier oben Alu gesehen, ne? Aber ich bin mir auch wieder nicht sicher. Keine Ahnung. Hier sehe ich zumindest jetzt auf den ersten Blick nichts. This old thing caught your eye, huh? It's an ancient megastructure. No way to tell what it was built for. Maybe it's just a huge art installation. Either way, it's no matter now. For all intents and purposes, it's just another mountain. Ja, aber ein hübscher Berg. Was ist das jetzt hier? Seltsame Steine? Artefakt analysieren. Nice, fine. Artefakt 1 von 9? Ich wollte doch nur Alu sammeln. Okay. Aber nice. Eigentlich nice, weil wir haben auf jeden Fall, glaube ich, hier einiges zu tun. Also mehr, als ich erwartet hätte. Aber wie gesagt, Priorität ist jetzt auf jeden Fall erstmal Alu. Das brauchen wir ganz dringend. Ist nur die Frage, irgendwo hier muss doch irgendwo was sein. So, dann gehen wir mal doch in die Richtung. Das sind auf jeden Fall noch rote Edelsteine, aber die werden wir im Moment noch nicht abbauen können. Oh. Er will auch gutes Futter, okay. Die Tiere in den Kiefernhöhen sind wohl etwas anspruchsvoller. So, hier ist Sackgasse und hier sind leider auch keine Alu. Verdammt, verdammt, verdammt. So, aber ich weiß, dass ich hier schon irgendwo Alu gesehen habe. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Ich hatte da letztes Mal das Augenmerk auf andere Sachen. Oh, warte mal. Kann ich die nicht auch einfach so? Oh, das geht auch, ja. Gut. Sauger brauchen wir gar nicht unbedingt. Hier ist aber auch nirgends wo Alu. Wo zur Hölle finde ich Alu? Oh, warte mal. Nur noch mal ein bisschen Holz mit. Oh, Weichholz. Oh, wir haben Holzkiste und Gitterzaun freigeschaltet. Okay, es gibt also auch verschiedene Arten von Holze. Von Holze, genau. Von Holz, meine ich natürlich. Dann nehme ich zumindest noch mal, wenn wir schon kein Alu finden, nehme ich nochmal ein bisschen Rotkohl mit hier. Und ein bisschen Weichholz. Achso, warte. Hier so. Oh, warte mal, hier geht es ja auch noch längs. Ist hier vielleicht irgendwo Alu? So, da scheint es nicht weiter zu gehen. Hier geht es aber auch nicht weiter. Stumpf.
ist das ganze Alu? Also ich bin mir recht sicher, dass es nicht auf den Wiesen waren. Aber es kann auch natürlich auch sein, dass ich mich komplett irre. Und dass er mal auf den Wiesen war. So. Upp. Warte mal. Rote Farbblume, nehmen wir auch nochmal was mit. Hatten wir die noch gar nicht? Ach, Farbblumensprössling. Das ist nochmal was anderes als rote Farbblumen an sich. Oh. Oh, da ist Alu. Alu, Alu. Alu. Ist aber nicht viel. Da ist. Okay, ist noch mehr. Wie viel kriege ich da jetzt raus? 3. Okay. Immerhin nicht nur einer. Aber die Frage ist, wird das reichen? So, 8. Wie viel brauchen wir für. Dafür brauchen wir 4. Das würde reichen. Hier bräuchten wir aber auch nochmal. Da brauchen wir 10. Holy moly. Und hier brauchen wir auch 10. Okay. Ich hoffe, es gibt hier noch mehr Alu. Oh, hier ist noch. So, und es ist schon Nacht. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht, bis wir gezwungen werden zu schlafen. Aber zum Glück ist es ja nicht schlimm, wenn wir einfach in unserem Camp wieder aufwachen, weil wir verlieren ja nichts. So, aber ich glaube, das war's erstmal mit Alu. Oh, was war's? Warte mal. Da geht's noch hoch. Waren wir hier schon? Ich glaube nicht, ne? Aber hier ist auch kein Alu. Oh, warte mal. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich glaube, so weit kann. Warte mal. Nein! 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 Ich wollte doch nur! Warum drehst du dich denn auch nicht so? So, ich wollte eigentlich nur mal ausprobieren, wie weit ich springen kann. Oh, doch, sehr weit. Oh! Wir haben da einen Raketentrieb. Da müssten wir eigentlich da hinkommen, aber ich weiß. Oh, guck mal, da geht's aber auch dann wahrscheinlich da weiter. Es wird schon wieder hell, ne? Aber wurden wir gar nicht gezwungen? Okay, Sprössling. Wir wurden aber gar nicht dazu gezwungen zu schlafen, ne? Komischerweise. Oh, okay. Gut, ich glaube, ich gehe dann erstmal nach Hause. Und, bauen wir diese Verbesserungsstation. Und gucken wir mal. Komischerweise wird mir immer noch Nacht angezeigt, obwohl es ja schon die Sonne auf ist. I don't know. So. Warte, wo war das jetzt hier? Verbesserungsstation. Dafür. Ah, okay, jetzt. Tag 5. Okay. Also mit der Anzeige. Let's build something jaw-dropping today. Something that'll inspire us while we do a hard day's work. So, dafür brauchen wir. Ach so, hier steht's ja. Aluminiumrahmen. Wo kann ich die? Kann ich die vielleicht hier machen? Stein brauche ich nochmal. Ach so, nee, habe ich schon. Ah, guck mal, hier können wir Aluminiumrahmen machen. Kostet aber auch Aluminiumstange. Okay. Warum ist die Musik gerade so laut? Warte mal, Entschuldigung. Wie ist die Musik? Ist die lauter geworden? So. So ist besser. Wie viel Aluminiumrahmen brauchen wir? 4. 1. Wie viel kann ich machen? Ich kann nur einen machen. Okay, langsam wird es denn doch teuer. So, neue Konstruktion, kleine Hütte und Fahnenmast. Okay, so, ja, wir müssen, glaube ich, nochmal los. So leid es mir tut, wir müssen noch mehr Aluminium finden. So, steck das mal rein, alles, das rein. Okay, 7,4 Kilo.
Das lasse ich jetzt mal. Das lasse ich jetzt erstmal. Nice one. So, Unkraut. Gefahrenereignis abgeschlossen? Was? Hä? Ich weiß gerade nicht, was damit gemeint war, aber egal. So, baue Händler, Landeplatz und Verbesserungsdepot. Ich bin dabei. Wenn ich denn dann mal ein bisschen mehr Alu finden würde, dann würde ich wahrscheinlich auch das alles bauen können. So, ich würde noch mal hier ein bisschen Rotkohl mitnehmen. Hallo? Wollte gerade sagen, das ging doch eigentlich. Oh, okay. Alu scheint wirklich Mangelware zu sein, aber wie gesagt, ich habe jetzt nirgendwo auf den Wiesen irgendwo Alu gesehen. Oh, guck mal, nice. Ein Wasserfall. Ach ne, hier waren wir schon, ne? Ja, genau. Hier waren dann diese ganzen Schleimflecken gewesen. Aber leider nirgendwo ein bisschen Alu. Ich bin gerade echt ein bisschen ratlos, wo wir jetzt hier noch vernünftig Alu herbekommen. Ohne dass wir hier jeden Tag noch fünfmal hinlaufen müssen, um uns das genügend Alu zu sammeln. Okay, wie gesagt, das sieht auch sehr interessant aus, aber das gucke ich mir ein andermal an. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir die Sachen gebaut bekommen. So. So, hier waren wir aber doch schon gestern. Und wirklich viel Alu haben wir hier nicht gefunden, ne? So, da geht's wieder Richtung Wiesen. Hier ist nirgends so Alu. Hier sind halt nur diese roten Edelsteine, ne? Warte mal, kann ich hier runterspringen? Oh, da ist Alu. Genau, also das sind ja anscheinend Sachen, wo Alu rauskommt. Und ich sehe gerade da auf der anderen Seite auch noch. Aber da kommt jetzt nicht allzu viel raus. So, komm her. Viermal. Ich gehe nochmal hier rum. Da noch was ist. Oh, da ist auch noch. Okay. Okay, wir haben jetzt zum Glück mal ein bisschen mehr gefunden. Was ist das? Busch einfach nur. Okay. So, komm zu Papa. So, dann haben wir jetzt vier. Reicht auf jeden Fall noch nicht. Wir brauchen, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt noch brauchen. 2, 4, 6, 8. Ich glaube, wenn ich richtig mitgezählt habe, 8 Stück noch für die Rahmen. Plus, ich glaube, 5 war das für die Verbesserungsstation. Also 8 plus 5, 13. Okay, das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen gucken, wo wir noch Ermo Alu herbekommen. Okay, hier ist wieder Sackgasse. Ins Wasser werde ich nicht gehen. So, hier geht es wieder Richtung Wiesen. Ist hier vielleicht irgendwo am Rand noch irgendwie was? Ne. Also wie gesagt, ich habe hier jetzt nirgendwo bei den Wiesen irgendwo Alu gesehen. Von da... Ah, verdammt. Also es geht jetzt doch ein bisschen schwerer, als ich gedacht hatte. Genau, da ging es nicht weiter. Und wir müssen wahrscheinlich nochmal nach da oben. Aber nichtsdestotrotz bisher, muss ich sagen, wirklich... Ersteindruck des Games ist wirklich sehr, sehr nice. Ich mag die Grafik. Ich mag, wie hier, was man alles so an Aufgaben bekommt. Und wie gesagt, wir haben ja noch längst nicht alles entdeckt. Das scheint ja, wie gesagt, mit diesen... Artefakten, wo wir noch 8 Stück finden müssen.
Und dann dieser komische Bau, dann haben wir dieses eine Tor gesehen. Geht's hier noch irgendwo links? Nee. Also wie gesagt, ich denke mal, wir werden noch einiges zu tun haben. Nur die Frage, wie wir das schaffen werden, solange wir noch keinen Alu bekommen. Darf ich hier einmal vorbei? Bitte nicht umfallen. Das gibt's doch nicht. Oh, warte mal. Da geht's ja noch weiter und ich sehe, was ist das? Ach, noch so ein Geodensplitter, okay. Die können wir ja teuer verkaufen, so hieß es ja. Nein, nein, nein. Verdammt, komme ich hier hoch? Bitte nochmal? Ja, okay. Entschuldigung, darf ich einmal durch? Nur gut. Wir können dann nochmal zurücklaufen. Vielleicht müssen wir auch auf den nächsten Tag warten, bis wieder was nachgewachsen ist an Alu. Ich würde jetzt mal nach Hause laufen und gucken, was wir sonst vielleicht noch in der Zwischenzeit machen können. Oh, warte mal. Wobei ich sie da hinten... Ah! Nein! Ja. Da hat mir jemand ein Bein gestellt, glaube ich. So, einmal aufstellen. So, warte mal. Ich habe doch da gerade was gesehen. Da hinten! Ist das Alu? Oder ist das nochmal wieder was anderes? Bitte lass es... Das sieht doch nach Alu aus. Das sieht doch ganz doll nach Alu aus. Okay. Oder? Ja, 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 Alu. Entschuldigung, ich muss mal eben kurz hier vorbei. Vielen Dank. Ah, ja. Sehr schön. Dann kriegen wir es ja vielleicht doch nochmal hin heute. Uns die Sachen zu bauen. So, hier noch. So. Wie viel habe ich jetzt insgesamt? 26. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ich sehe aber da noch mehr. Oh ja, oh ja, oh ja. Okay. Die Quelle müssen wir uns auf jeden Fall merken. Sehr schön. So, dann ab nach Hause. Und dann lass uns doch mal, bevor es nämlich wieder Schlafzeit ist, einmal ganz, ganz, ganz schnell noch die Sachen zusammenbauen. Gut, so, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich hatte bisher einen Rahmen und wir brauchten, glaube ich, 5 Rahmen, ne? 4 Rahmen. Okay. So, ich muss mal eben hier. Also, wir brauchen noch 3 Rahmen. Jawohl. Und dann brauchten wir, jetzt muss ich mal eben gucken, noch Stein. Okay, oh, sorry, ich muss noch mal eben wieder hoch, denn einmal... aufsammeln. Stein sollte ja nicht das Problem sein. Ne, da haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Oh. Zack, zack, zack. Überladen. Okay. Würde ich jetzt langsamer dadurch, oder? Okay, er kann nichts mehr aufnehmen. Ah, okay. Ich kann auch nicht mehr sprinten. Er sagt mir überladen. Aber das macht nichts. So. Verbesserungsdepot. Jetzt ist die Frage, wo wir das hinstellen. Kann ich das... Ja, wobei hier auf die Rückseite finde ich irgendwie doof. Ach, können wir damit unseren Mech verbessern? Das sieht mir irgendwie so danach aus, ne? Ich dachte, man kann da nur die Werkzeuge verbessern. So, blockiert, blockiert. Wieso ist das hier überall blockiert? Ich stell's mal hier hin. Oh, okay, wir brauchen noch ein paar Steine. Aber wir sind jetzt zum Glück auch nicht mehr überladen. So und so. Denke ich mal, es sollte reichen. Rein da? Jawohl.
Aha, aha. Verbesserungsdepot. Erfordert angedockten Mech. Ah. Hier? Oh ja. Don't forget where you parked it. Warte. Was können wir denn jetzt hier machen? Ach, das ist sozusagen der Skilltree hier. Ich verstehe. Mech-Verbesserung, Mech-Anpassung. Vorhanden, vorhanden. Okay, das ist irgendwie alles vorhanden. So, was haben wir denn hier? Samengewehr anvisieren. Das Samengewehr kann bis zu 9 Erden. Okay. Ich würde jetzt auf jeden Fall gerne als erstes einmal hier unsere... Genau, die Stachelsägekraft. Dafür brauche ich Aluminiumteile, 5 Stück. Oh, und Inventar. Elektronik aus Aluminium, okay. Wegbau? Wir können hier Straßen ziehen? Oh, nice. Ich will haben. Ich will haben. So, wir machen jetzt erstmal das hier. Ich brauche 5 Aluminiumteile. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich die hier herstellen kann. Aluminiumteile. Dafür brauche ich Gummibärenöl. Ne, warte, falsch. Gummibärenöl kann ich noch nicht machen. Ich muss mir nochmal mein Mech holen. Ich hoffe, unsere Gummibären sind mittlerweile reif. Und ich hoffe, wir können uns dann einmal Gummibärenöl machen. Guck mal, die sehen reif aus, ne? Warte mal. Ja! Sehr schön! Gummibären. Okay, so. Und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt... Ja genau, Gummibärenöl können wir jetzt herstellen. Dann mach das doch mal. Wir gehen auf jeden Fall. Gut. So, dann brauchten wir... Ah, ich vergesse immer, wenn ich mich umdrehe und dann... Dass der ein bisschen Schwierigkeiten hat, ne? Also, wenn ich jetzt hier laufe... Und dann umdreht, dass er erstmal zur Seite, weil er muss sich erstmal mit dem Unterkörper drehen. Das ist immer so ein bisschen, wo ich denn das vergesse. So, wir brauchen Alu, wir brauchen dreimal pro Aluminiumteil. Und wir brauchen, glaube ich, 5, ne? Das heißt, wir brauchen 15 Gummibärenöl. Habe ich jetzt schon was? Ne, er ist noch beim Produzieren. Okay, das dauert ein Weilchen. Okay. Was sind das für Pflanzen? Giftiges Unkraut. Wo kommt das denn her? Erstmal weg damit. Okay. Wusste nicht, dass es hier auch Unkraut gibt. So. Gummibärenöl. Okay. So, aber dafür werden wir ja noch nicht irgendwie was machen können. Genau, wir brauchen noch 2 Stück. So, wir könnten ja im Prinzip schon mal... Ich würde nochmal hier ansetzen. Und dann könnten wir im Prinzip einmal schlafen gehen. Dann sollte am nächsten Tag ja das eigentlich fertig sein. Ja. So, ich gehe mal raus und gehe einmal schlafen. So, gutes Nächtle. Tag 6. Ah! Sun and shine, Exo-Farmer. Ja. I can't stop admiring those nice decorations you built yesterday. You've really got an eye for that kind of thing. Oh, danke dir. Sehr freundlich, aber es reicht halt immer noch nicht für den Bonus. So, guck mal. Jede Menge Gummibärenöl. Das sollte wahrscheinlich jetzt reichen. Aluminiumteile. 4. Ich brauchte aber, glaube ich, 5, ne? Achso, die konnte ich ja sofort... Oh, warte mal, ich muss noch mal hingucken. Ich weiß nicht mehr, ob es 4 oder 5 waren. Ja, einer fehlt uns noch. Verdammt! Verdammt, so, fehlt mir jetzt Alu oder fehlt mir noch Öl? Ich glaube, ich fürchte, mir fehlt noch Alu, ne? Ne, Öl fehlt mir noch, okay. Öl kriegen wir, glaube ich, noch
Nein! Uns fehlt ein Gummibärenöl! Das gibt's doch nicht! Okay, da wachsen aber noch welche. Oh, warte mal, ich sehe gerade, da ist ja auch noch Unkraut. So, dann würde ich nämlich schon mal... Beziehungsweise, warte mal. Ich glaube, wir müssen unsere Gummibärenöl... Beziehungsweise unsere Gummibären... Warte mal, ich möchte... Ich würde gerne diesen Einrastmodus, dass das so aneinander snappt, aber... Also, hier. Doch, hier geht's. Wir müssen... Okay, wieso kann ich jetzt hier nicht bauen? Liegt das am Busch? Gummibärensamen? Achso, ich habe die verschossen. Verdammt, warte. Falsches Werkzeug. So, ist die Frage, ob es daran lag? Ja. Okay. Okay, ich muss mal eben hier... Und... So. Ah, der eine ist andersrum, ne? Der ist falsch rum, aber egal. So, ich brauche noch mehr Holz. Aber dann würde ich mir mich so mal sagen, dass wir uns hier eine richtig schön dicke Gummibärensamen... warte mal. Rotkohl können wir uns auch anbauen. Okay, ich mache jetzt aber erstmal hier nochmal die Gummibären. Soweit wie es geht. Ja, soweit geht's. Ja, ich würde sagen, ich werde mir nochmal ein bisschen Holz besorgen. Und dann werden wir nächste Folge hier einmal die Dinger bauen. Und dann können wir hoffentlich unsere Stachelsäge einmal verbessern. Dann können wir nämlich die Rubine ausbauen. Wo wir wahrscheinlich auch wieder neue Sachen bauen können. Oder mit Sicherheit neue Sachen bauen können. Ja. Also ich muss sagen, mir gefällt das Spiel echt gut. Ich habe so viel Bock hier da noch mehr zu machen. Aber wir müssen mal gucken. Ich muss mal gucken, ob ich das nochmal abgerissen bekomme. Und drehen kann. Das triggert mich. Der innere Monk, der mag das gar nicht sehen. Na gut. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst mir den Daumen nicht und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.